Welcome, bienvenidos, willkommen. In Stille möchten wir auf die Welt schauen, die seine Gedanken, Gottes Gedanken spiegelt und auch die unseren. Sagt zu mir, der Schöpfung Sanftmut ist alles, was ich sehe. Der Schöpfung Sanftmut ist alles, was ich sehe. Der Schöpfung Sanftmut ist alles, was ich sehe. Und Nummer. Der Schöpfung Sanftmut ist alles, was ich sehe. Danke, danke. Ja, und das ist der Grund, weshalb ich hier bin. Das ist der Grund, weshalb du hier bist. Ich lerne, sanftmütig zu sein, Sanftmut anzunehmen als tatsächlich eine Qualität, die in der Schöpfung selbst mir gegeben wurde. Und es ist die Sanftmut mit der Welt. Es ist die Sanftmut mit meinem Bruder. Es ist die Sanftmut mit mir selbst. Und wie du in diesen Eingangsliedern dich mit ihm verbunden hast im Licht, das ist auch bereits alles, was wir uns in Session anbieten und geben können, geben wollen. Und ja, danke, dass du vorbeigeschaut hast. Vielleicht habe ich noch ein Lied für dich. Und damit sind wir mit dieser Session, hatten wir Erfolg und sind erfolgreich nach Hause gegangen. Ist es nicht so? Ist es nicht so? Es bedarf wirklich nur diesen einen Moment, einen Augenblick, um uns zu erinnern, um mich zu erinnern. Mich zu erinnern, was mir gegeben wurde, um mich zu erinnern, was ich empfangen habe und mich zu erinnern, was ich wirklich geben kann. Und das war auch, in dem Sinne ist diese Lektion 265 die genau die Antwort und die Fortsetzung darauf, was wir in der letzten Episode miteinander geteilt haben, nämlich, dass wir nicht wirklich miteinander im Austausch sein können, weil wir nicht mit Gott im Austausch sind. Wir können nicht mit Gott handeln. Und wenn wir nicht mit Gott handeln können, dann können wir auch mit unserem Bruder nicht handeln, weil wir lernen wollen, weil wir tatsächlich anerkennen wollen, dass unser Bruder der Christus selbst ist. Und wir haben dann auch wirklich einen Blick darauf geworfen, was es bedeutet, zu bitten, um Hilfe zu bitten und dass es tatsächlich nichts anderes ist, als um seine Antwort zu bitten. Ich bitte immer nur um die Antwort Gottes. Wir bitten immer nur um Gottes Antwort. Und dieser Zusammenhang mit dem Aspekt der Welt und Sanftmut zu erfahren und zu teilen, wird in Wirklichkeit in unseren Beziehungen zwischen dir und mir, zwischen dir und deinen Nächsten, deinen Freunden, deinen Bekannten, deinen Brüdern, deinen Verlobten, Verliebten, Verheirateten, wie immer du deine Beziehungen benennen möchtest. Aber in dieser Beziehung treten wir ein und beginnen, das anzuerkennen, wo seine Antwort liegt, wo Gottes Antwort gegeben wurde. Du weißt genauso gut, wie ich es weiß, dass Gottes Antwort in unserem Bruder liegt. So, worum geht es dann? Was ist wirklich die Frage? Die einzige Frage ist, bin ich bereit, seine Antwort in meinem Bruder zu hören und anzunehmen? Oder will ich weiterhin mir selbst beweisen, dass eine Referenz zu irgendeinem Ereignis, zu irgendeiner Erinnerung aus der Vergangenheit, die seine Antwort wäre, die durch mich durchkommt und ich bestehe darauf, dass ich Recht habe? Oder bin ich bereit, einen Schritt zurückzutreten, einfach still zu sein und auf die Welt zu schauen, die nur seine Gedanken spiegelt? In meinem Bruder, in meinem Nächsten. Und wenn ich sie in meinem Nächsten erkenne, sehe,
erst dann erkenne ich es für mich selbst in mir an, dass seine Antwort und seine Gedanken genauso in mir sind. Solange du sie nicht in deinem Nächsten erkennst, wirst du in Zweifel sein, wirst du Ängste haben, wirst du in Trennung versuchen, deine Position zu rechtfertigen bzw. zu demonstrieren als wertvoll, wahr und richtig. Erzähl mir eine Geschichte, Bruder. Ich weiß das so gut über tausende von Jahren. Das ist der Grund, warum ich ein Ja zu diesem Kurs zum Annehmen der Korrektur für mich selbst gegeben habe. Weil ich begonnen habe, endlich zu sehen, was ich da in meinem Geist gemacht habe. Und er drückt es ganz wunderbar aus, hier in dieser Betrachtung, ganz schön neutral, objektiv ausgedrückt, als die Welt. Nicht? In der heutigen Lektion sowie in der Einleitung von vor 20, 25 Tagen als Einleitung. Was ist die Welt? Und wer in unserem Geist kommt wirklich von einer Klarheit, bevor wir diese Lehre von einem Kurs in Wundern angenommen haben, kam von dieser Klarheit zu erkennen, dass die Welt, die wir sehen, genau dasselbe ist, wie die Bedeutung, die wir dem Bruder geben, wie wir den Bruder sehen möchten. Wie den Bruder entweder als Christus sehen möchten oder als Repräsentation der Hölle. Jemand, der dich in die Hölle begleitet, jemand, der die Hölle gibt, jemand, der dich in der Hölle behält. Oder der, der dir den Weg nach Hause weist. Und du siehst, wovon wir sprechen hier. Wir sprechen hier von der Wahl, die ich, die du, die wir alle in unserem Geist zu treffen haben, Moment für Moment. Das ist die Wahl. Und das sind die ersten Sätze dieser Lektion 265. Die Schöpfung, der Schöpfungssanftmut ist alles, was ich sehe. Ich habe in der Tat die Welt missverstanden. Du hast nicht einmal gewusst, wovon du sprichst, wenn du das Wort Welt in deinen Geist wiedergekaut hast, konzeptionell. Und zwar, weil ich ihr meine Sünden auferlegte und diese auf mich zurückblicken sah. Was für ein Satz, nicht wahr? Besagt mir bereits alles aus. Besagt mir aus, woher ich komme, was ich wertgeschätzt habe über tausende von Jahren, was erst in einer klaren Korrektur durch ein Wunder, einer Ausrichtung auf die Heiligkeit meines Geistes, Veränderung und Neuausrichtung gefunden hat. All das, was Bedeutung gegeben wurde, geglaubt wurde, dass es Wert hätte aus der Vergangenheit, rausprojiziert wurde auf Zeiteinheit. Hier bin ich in der Zukunft als eine bessere Welt oder eine höllischere Welt. All diese Projektionen, wie sie genannt werden, kommen, blicken auf uns zurück. Und das war der wirkliche Beginn des Weges nach Hause. Der wirkliche Beginn unserer persönlichen Transformation begann, als wir anerkannten, dass das, was wir gegeben haben, was wir da rausgepusht haben und projiziert haben, zu uns zurückkam, unser eigener Schmerz, unser eigenes Leiden, unser eigener Groll mit uns selbst wurde. Diese auf mich zurückblicken sah. Die Sünden. All das, was neben der Wahrheit gelegen oder gesehen wird. Und er geht noch weiter und sagt, wie grimmig sie erscheinen, wie furchterregend. Wie erschreckend sie erscheinen. Wie habe ich mich täuschen lassen, zu denken, dass das, was ich fürchtete, in der Welt war, statt allein in meinem Geist. Und aus diesem Grunde wirst du von mir nie irgendetwas anderes hören, als dass zur Sicherstellung, zur Gewährleistung der Heilung deines Geistes, meines Geistes, ein Geisteswandel nicht nur nötig ist, sondern tatsächlich ein Muss ist. Niemand
der seinen Geist nicht verändern möchte. In Wirklichkeit natürlich verändert jeder seinen Geist zu jeder Zeit. Und das wissen wir auch. Es ist bloß, ist es in den meisten Fällen eine Veränderung von einer Illusion zu einer anderen Illusion. Aber natürlich gibt es auch innerhalb der Illusionen höhere Wertigkeiten. Und so werden die Illusionen zu sich besser fühlen, sich glücklicher fühlen, dienlicher sein. Und letztendlich kommen wir an, worüber Jesus in seinem Kurs vom Beginn bis zum Ende ständig spricht. Vergebung, eine Illusion, die keinen Ausgang auf der Zeitlinie mehr hat, die uns kein Resultat mehr als Tod anbietet. Die Illusion, die einzige Illusion, die uns vor den Toren des Himmels für einen Moment lang still stehen lässt, fühlen lässt, dass wir tatsächlich eins sind, dass wir tatsächlich eine ganze, perfekte Schöpfung Gottes sind und bereits heil. Und so ist dieser Geisteswandel meine Veränderung von allem, was ich sehe, von allem, was ich je gesehen habe, von allem, was ich jemals sehen werde, mit des Körpers Augen, mit Wahrnehmungssinnesorganen, mit den dahinterliegenden Ideen und Gedankengut. Und all das in einer Neuausrichtung ist wirklich, was Geistesschulung ist. Das ist das Angebot. Wir sind jetzt im Hinblicken auf 2, 3 Sätze dieser Lektion bereits vollkommen aktiv in unserem Geisteswandel. Und was ist das Wunder davon? Das Wunder ist, es wird uns alles gegeben und angeboten. Mit 2, 3 Sätzen springen wir als ein Geist in den Himmel. Was möchtest du mehr, lieber Bruder? Ende dieser Sequenz. Ende von was immer für einer Traumidee von spirituellen Bemühungen und Anstrengungen, die verkauft werden, dass sie noch notwendig werden. Aber es bedarf diesen Funken Ehrlichkeit. Okay, das ist, warum ich hier bin. Ich bin hier, um meinen Geist zu verändern. Ich habe in der Tat die Welt missverstanden. Ich habe geglaubt, dass sie mir nur die Hölle repräsentiert und mich direkt in die Hölle zurückführt. Wer hätte das geglaubt, dass durch die Macht der Entscheidung, durch die Macht unseres Geistes, wir sehen können, dass die Welt seine Gedanken spiegelt, Gottes Gedanken, Gottes Liebe spiegeln kann. Und wenn du es noch nicht so erfährst und anerkennst oder erkennst in deinem Denken, dann bleib dran, dann mach jeden Tag deine Lektion. Es ist ein systematisches Schulen unseres Geistes. Dann sag, okay, ich gebe mir ein ganzes Jahr von Geistesschulung und beginne mit Lektion 1 und werde jeden Tag eine Lektion machen, so gut ich kann, weil die Anleitungen sind alle bestens gegeben. Niemand erfordert eine Vollkommenheit, aber eine kleine Bereitwilligkeit. Und die wollen wir uns selbst geben. Und wenn ich hinblicke auf diese Einleitung, wie wir sie auch jeden Tag üben in unserem Geist, wo es ja darum geht, was ist der Körper? Aber was glaubst du, wovon er spricht? Was ist der Körper? So, das ist ja nichts anderes als eine Repräsentation der Welt selbst. Welt oder Körper ist dasselbe, sind dasselbe. Welt, Körper, Brüder sehen, Brüder benutzen, ist dieselbe Idee. Und das kannst du gerne ausprobieren. Ich gebe dir hier ein paar Sätze aus dieser Einleitung, was ist der Körper, aus dem 3. und 4. Paragraphen. Und er spricht von Körper als ein Traum, gemacht, um angsterregend zu sein. So, übersetzt dir das im Geist. Die Welt, die du siehst, die du gemacht hast, niemand anderer, gemacht, um angsterregend zu sein. Und das ist ja, was du siehst.
in zunehmendem Chaos, was die Welt dir zeigt, um dich in Angst zu versetzen, damit du in der Angst anerkennen würdest, dass du Schutz benötigst, dass du mehr Schutz benötigst, dass du dich mehr schützen willst und musst, mehr Verteidigung, mehr Angriff heißt auch mehr Verteidigung. Und das sind genau die Eckpfeiler, mit denen das Ego operiert, um dich niemals jenseits der Trennung erfahren zu lassen. Dein Ausgang, wie du ihn für dich selbst geschaffen hast, aufgesetzt hast, war Tod und nur Tod und immer nur Tod. Und jenseits von Tod gibt es nur das kleine Leben von Geburt bis wieder hin zum Tod. Und das ist der einzige Grund, warum wir hier gesagt haben, das ist mir nicht mehr gut genug. Ich will etwas mehr. Ich will selber eine Erfahrung haben, so wie sie schon vor 2000 Jahren mir Jesus Christus gezeigt hat in seiner Auferstehung. Ich bin bereit, hier tatsächlich so entlang zu gehen, um selbst zu erfahren, dass das, was ich wirklich bin, unsterblich ist. Und mit einer Unsterblichkeit kommt natürlich auch die vollkommene Grenzenlosigkeit unseres Geistes und unseres Denkens. Unser Geist ist grenzenlos. Nicht, weil ich das sage, sondern weil du so erschaffen wurdest von unserer Quelle, Gott, der mich erschaffen hat, wie dich erschaffen hat. Du benutzt mich nur für einen Moment, deine eigene Stimme, deines Erwachens, deiner Bekräftigung, wo du lang gehst, deine Bekräftigung für dich, wie, in welche Gedanken du investieren möchtest, und so benutze auch ich dich. Wir benutzen uns nicht im negativen Sinne, um Abhängigkeiten zu schaffen, sondern wir benutzen uns, um unseren Geist zu höheren Sphären, lass uns mal, auf höherer Ebene klar zu erkennen, dass Geist eins ist und in dieser Vereinigung wir nichts anderes sehen wollen und können als Christi Licht, als das Licht der Schöpfung selbst. Zurückzukehren auf diese Einleitung, gemacht, um angsterregend zu sein, muss der Körper, muss, ja, nicht kann, muss der Körper, muss die Welt dem Zweck dienen, der ihm gegeben ist, der ihr gegeben ist. Okay, da ist es. Wer hat irgendeiner Idee, irgendeiner Reflexion einen Zweck gegeben? Hier werden wir auf unsere Verantwortlichkeit hingewiesen. Hier wird klar aufgezeigt, dass es um meine Bedeutungen geht, denen ich allen Dingen Bedeutung, Zweck, Sinn und Zweck gegeben habe. Gemacht, um angsterregend zu sein, muss die Welt, muss der Körper dem Zweck dienen, der ihm, der ihr gegeben ist. Doch können wir den Zweck verändern, dem der Körper gehorchen wird, indem wir das verändern, wozu wir denken, dass er da ist. Bislang, wie wir gerade gesagt haben, dachten wir, der Körper sei da, um verletzlich zu sein, ausgelöscht werden zu können, zu sterben, ja, was als Existenzbedrohung natürlich gesehen wurde. Und jetzt wird dieser Gedanke ausgetauscht mit einem Mittel zur Wiederherstellung der Kommunikation, ein Mittel zur Wiederherstellung, uns zu erreichen, uns im Licht zu erreichen, uns in der Heilung zu erreichen. Uns so zu erreichen, dass wir sehen, dass wir tatsächlich eine Antwort empfangen und dass wir diese eine Antwort miteinander teilen und dass es tatsächlich keine andere Antwort als die eine Antwort Gottes für uns ist. Und glaubst du wirklich, dass Gott von Illusionen spricht und wie wir hier unseren kleinen Traum, unser Nichts im Traum besser gestalten könnten oder sollten? Letztendlich wird seine Antwort immer sein, wenn du mich an deiner Seite haben willst, was sowieso Faktum ist,
Gott geht mit uns, wohin immer wir gehen. Ja? Es ist nur das, der Lernmoment, das anzuerkennen, dass dem so ist, ist das Licht in unserem Geist, ist seine Liebe die Liebe, die uns umgibt, ist sein schöpferischer Gedanke das, was wir sind. Und das ist seine Antwort. Seine Antwort ist buchstäblich unser Erinnern und unser Wiedererinnern in unserem Zusammenkommen, in unserem Miteinander verbinden. Dieses Erinnern, Bruder mit Bruder. Dass ich hier einen Bruder erkenne und sehe, der mir eine Reflexion jetzt gibt von einer veränderten Welt, einer Welt, die ich in meinem Geist durch eine Neuwahl, durch die Macht der Entscheidung bestimme, dass sie mir die Glückseligkeit, die Liebe, das Licht, die Freude widerspiegeln und mich buchstäblich nach Hause begleiten und führen. Hier geht er darauf ein, noch einmal, dass der Körper, und so ist es mit der ganzen Welt, die du siehst, das Mittel ist, durch welches Gottes Sohn zur geistigen Gesundheit zurückkehrt. Geistige Gesundheit. Einzige Frage, willst du geistig gesund sein? Glaubst du, dass du bereits geistig gesund bist? Zweifelst du an deiner geistigen Gesundheit? Hast du dein Problem gelöst und brauchst du niemanden, der dich darauf hinweist, dass du zur geistigen Gesundheit zurückkehren solltest, heute noch, jetzt, dass das eine Gelegenheit ist, zu erfahren, was geistige Gesundheit ist? Du siehst, wir brauchen auch dieses Eingeständnis. Wir brauchen das Eingeständnis von Moment zu Moment. Nicht zu sagen, das ist genau die Arroganz des Egos. Ne? Ja, ich bin schon geistig gesund seit den letzten 30 Jahren. Weißt du was? Du bist geistig gesund, seit du gedacht hast, dass du getrennt von Gott wärst. Wie wär's damit? Durch alle Zeit hindurch. Weil Gott hat sofort die Antwort gegeben und hat sofort das Problem in Wirklichkeit gelöst. Der Sohn hat ja daran weiter herumgeknappert und es in seinem Geist wirklich gehalten und es immer wieder ausgetauscht mit seinen ganzen Gedanken. Aber wenn wir über eine Aktivität einer Geistesänderung sprechen, dann ist es besser eigentlich, sich anzuerkennen, solange ich etwas sehe, was Veränderung untersteht, solange ich den Angriff einer Welt auf mich nach wie vor wahrnehme, bin ich nicht geistig gesund. Das ist wirklich, was krankes Denken ist. Okay, ich will zur geistigen Gesundheit zurückkehren. Vater, Hilfe. Bruder, Hilfe. Heiliger Geist, Hilfe. Und das sind die Aktionen in unserem Geist. Und noch einen Satz, obwohl er gemacht wurde, der Körper, ja, obwohl er gemacht wurde oder obwohl sie, die Welt, gemacht wurde, um ihn, den Gottessohn, um dich ohne Entrinnen in der Hölle einzuzäunen, so wurde doch das Ziel des Himmels gegen das Streben nach der Hölle, das Wort ist, eingetauscht. Und das ist, was wir in unseren Aktivitäten, in unserem Teilen, miteinander in einer Lektion oder irgendeiner Idee des Kurses, wie sie uns Jesus präsentiert, miteinander oder für uns zuerst anerkennen und erlauben, dass es passiert. Es ist ein Eintauschen, nicht ein Austausch und ein Geschäft, sondern es wird etwas ausgetauscht im Sinne von vollkommen verändert, neue Sichtweise, neues Erfahren. Das, was wir geglaubt haben, dass das Streben nach der Hölle und dass es hier keinen Ausgang gäbe und dass tatsächlich unsere Vorstellung einer Welt und so die Vorstellung eines Körpers eingezäunt, die uns in der Hölle einzäunen würde, tauschen wir aus mit unendlicher Ausdehnung, mit Licht, das keine Grenzen kennt. Denken, reines Denken. Das unbegrenzt mit ihm,
das ist, was wir wirklich sind. Schöpfungsgedanke selbst. Und wenn wir noch einen Moment weiter zurückgehen, nämlich was ich zuerst erwähnt habe, in diesen Einleitungen, Einleitungstext, was ist die Welt? Das war die Einleitung zu den Lektionen 241 bis 250. So hat er uns bereits im ersten Absatz genau mit ähnlichen Worten beschrieben, worum es in diesen Aktionen unseres Geistes geht, indem er betonte, dass die Welt falsche Wahrnehmung ist. Und er sagte, sie wird nicht länger bleiben als der Gedanke, der sie gebar, gehegt wird, als der Gedanke, der sie gebar, gehegt wird, unterhalten wird. Und wenn der Gedanke, das war der Gedanke der Trennung, ja, getrennt zu sein von meinem Schöpfer, hieße getrennt zu sein von dir als meinem Bruder, hieße getrennt zu sein von einer Welt, die mir mein eigenes Licht repräsentieren kann. Und sie wird nicht länger bleiben, als der Gedanke, der sie gebar, unterhalten wird. Und wenn der Gedanke der Trennung in einen Gedanken der wahren Vergebung umgewandelt worden ist, wird die Welt in einem ganz anderen Licht gesehen werden. Bist du bereit? In welchem Licht? In einem Licht, das zur Wahrheit führt. In einem Licht, wo die ganze Welt und all ihre Irrtümer verschwinden müssen. Müssen. Verschwinden müssen. Alle Irrtümer, alle Fehldeutungen, alle Interpretationen verschwinden müssen. Alle Gedanken aus der Vergangenheit, alle Verbindungen zu irgendeiner Zeit, Vergangenheit wie Zukunft, verschwinden müssen. Und nun ist ihre Quelle vergangen. Die Quelle lag hier in unserem eigenen Geist. Ich bin der Macher der Welt, die ich sehe. Und aus dem Grunde bin ich auch der Erlöser der Welt, weil ich sie gemacht habe. Das sind Grundsätze, die uns in dieser Singularität mit unserer Heiligkeit ausrichten. Nun ist ihre Quelle vergangen und ihre Wirkungen sind ebenfalls vorbei, aus, vergangen, vorüber, für immer und ewig. Was waren die Wirkungen? Ach, siehst du nicht, wie schlecht es mir geht? Erzähl du mir mal, wie schlecht es dir geht. Oh, weißt du, mir geht es eigentlich viel schlechter als dir. Und wir waren noch stolz darauf, dass ich eine bessere Geschichte habe, wie es mir noch schlechter geht, wie ich noch mehr leiden kann als du. Und das waren die Geschichten, die wir teilten bislang. Bis ein Bruder kam und sagte, hey, das ist ja langweilig, erzähl mir mal darüber, wer du wirklich bist. Erzähl mir mal, wie du dich im Licht erfährst. Erzähl mir mal, wie du dich verbindest mit deinem Bruder und wie sehr du lieben kannst. Das ist, was mich interessiert. Denke einen Moment lang drüber nach. Wir kommen einen langen, langen Weg, nicht wahr? Und das ist das Willkommen in diesem Raum, der eröffnet wurde in unserem Geist. Ne? Als Symbol bezeichnet Aleph Akademie. Ne? Hier findet eine unmittelbare, direkte und intensive Auseinandersetzung mit der Wahrheit statt und nichts als mit der Wahrheit. Damit ich eine Auseinandersetzung mit der Wahrheit überhaupt aushalte, ja, weil das ist das ganze Licht des Himmels, ja, das ist, was Schöpfung ist, bin ich aktiv. All das, was im Widerstand sein kann, was sich dagegen verteidigt, was sich dagegen beschützt, ständig zu verändern, austauschen zu lassen. Und das ist der Grund, warum mindestens die Hälfte dieses Kurses im geschriebenen Wort einen Blick auf die Verleugnung zur Wahrheit wirft und anbietet. Immer wieder, Jesus, immer wieder, habe einen Blick, wo du herkommst, habe einen Blick darauf, wie du bislang gedacht hast, habe einen Blick, wie sehr du in Angst warst und wie du dich verteidigt hast und wie du all deine Erlöser um dich herum mitziehen wolltest und bestanden hast darauf, dass sie mit dir in der Hölle sein müssen.
und nur der Christusgeist selbst, jeder erwachte Geist, will sagen, ich bin mit dir, ich warte auf dich, aber ich bin mit dir in der Hölle, aber nicht mehr als diesen einen Moment, in dem wir erkennen, dass da überhaupt nichts da ist, dass es das überhaupt nicht gibt, dass es keine Existenz hat. Das heißt, ich gehe mit dir zwar rein ins schwarze Loch, aber im selben Moment gehe ich mit dir raus und bin mit dir im Himmel. Aber das anzunehmen und zu akzeptieren, das ist sehr wohl eine vollkommen individuelle Entscheidung. Und was uns die Wundergesinntheit zeigt, ist, dass wir uns, selbst wenn der Bruder entscheidet, dass er noch einen Moment lang länger in der Hölle verbleiben will, dass wir uns eigentlich nicht mehr verlassen. Wir gehen zwar nicht hinein und verbleiben in der Geschichte, was die Wahrnehmung ist als objektive Wirklichkeit, aber wir bleiben geistig in Verbindung. Das heißt, die Einladung zur Veränderung des Geistes, zum Annehmen der Heilung, der Korrektur, wird immer geteilt, wird immer da sein, wird immer angeboten werden. Wir sind tatsächlich am Weg nach Hause zusammen. Und wenn es Momente der tiefen Erfahrung gibt, hier bin ich und auf Englisch sagt man in Oblivion, im totalen Vergessen. Ich habe total vergessen jetzt, wer ich bin. Und irgendwo dieser alte Geist hat mich voll eingenommen. In Wirklichkeit, alles, was sie nur brauchen, ist das Licht des Himmels. Ist ein Bruder, der dieses Licht ausdehnt und mit einem teilt. Es ist wirklich, es hat nichts mit Worten zu tun. Es ist ein einfach zusammenstehen und so, wie wir es mit diesem ersten Satz aus der Lektion 265 geteilt haben. Wir haben jetzt lese ich 241, was auch passt. Wir haben einander jetzt vergeben und so kommen wir endlich wieder zu dir, Vater. Oder mit 265, in Stille möchte ich auf die Welt schauen, die nur deine Gedanken, Vater, spiegelt und auch die unseren, auch die meinen. Aber wir bleiben da nicht. Wir bleiben nicht in der Dunkelheit mit unserem Bruder und tun so, als ob da ein Wert wäre von wie gut wir, wie tot wir jetzt sind, ja? Wie krank wir jetzt alle sind, wie im Schmerz verloren wir alle sind. Das ist das Wunder, Bruder. Diese Korrektur ist das Wunder. Diese Berichtigung ist das Wunder, das du erfahren hast. Das teilen wir jetzt. Ja? Es ist... Dieses kleine Grüppchen hier, das eine Dedication, eine Hingabe zu diesem Angebot von verschiedenen Lehrern der Aleph Akademie zeigt. In Wirklichkeit verbinden wir uns tatsächlich nur mit seinem Geist, mit Christus Geist. Du, ob du jetzt den ersten Tag hier dabei bist und nichts von einem Kurs weißt, du weißt ganz genau, dass die Gesamtheit bereits in deinem Geist ist. Du brauchst bloß vielleicht ein bisschen, wenn der Motor stottert, ein bisschen mehr Benzin oder ein bisschen Kerzen reinigen, okay? So hat man das früher gemacht. Jetzt wahrscheinlich wird einfach der Computer updated. Wow. Danke. Und die Uhr, die du im Hintergrund hörst, von wem auch immer, das ist der Countdown. Es vergeht keine Zeit mehr. Es ist absolut ein Ticken. Wenn die Batterie schon mehr oder weniger zu Ende geht, weißt du, dann springt es nicht mehr auf die nächste Sekunde. Es tickt sozusagen in derselben Sekunde. Das ist die Zeitlosigkeit, in der du jetzt lebst. Oder vielleicht brauchst du noch einen Countdown. Okay,
Lass uns hier ein bisschen Feuer unter dem A machen, damit wir tatsächlich bereitwillig werden, das heute anzunehmen, was hier angeboten wurde. Und das eigentlich nicht nur seit 2000 Jahren, seit Beginn der Zeit ist dieses Angebot da. Auch als Moses runterkam von Sinai, vom Berg und die Steintafeln präsentierte, in Wirklichkeit hat er bloß erkannt, was in seinem Geist bereits heruntergeladen war. Er hat es bloß so transportiert und als Lehre präsentiert, damit es annehmbar wurde. Die Wahrheit hat sich nie verändert, zu keiner Zeit. Und die Wahrheit ist nicht etwas Neues, auch wenn sie im jetzigen Moment etwas ganz Neues ist. Aber die Wahrheit ist durch alle Zeit hindurch wahr geblieben und wird durch alle Zeit, bis du anerkennst, dass Zeit vollkommen vorüber ist, weiterhin die Wahrheit bleiben und nichts als die Wahrheit einzig wahr, ohne Gegensatz, ohne Möglichkeit einer Diskussion, auch ohne Fragen, ohne konzeptionellen Antworten. Fragen und Antworten sind gut für Beginner, weil das sind Zweifel im Geist. Und wir teilen es hier genauso. Ne? Aber die Antwort, die ist bereits in unserem Geist. Und die Antwort kann immer nur von ihm kommen. Und die Antwort ist in Wirklichkeit erkannt in der Stille unseres Geistes, in der Stille unserer Erfahrung. Und in diesem Sinne haben alle Geister außerhalb von Raum und Zeit, aller erwachter Geist, vollkommenes Vertrauen in dich. In diesem Sinne, tu, was du machen möchtest. Stehe auf, übernimm Verantwortung über deine Gedanken. Übernimm Verantwortung, wie du dich erfahren möchtest. Aber wir sind mit dir. Wir sind deine Begleiter. Übersetzt, du kannst nicht mehr scheitern. Danke. Mission accomplished. Hasta la vista, baby. Hasta luego. Hasta siempre. Oh, ustedes hablan español. Qué bien. Okay, um das zu beenden, meine Sessions werden kürzer und kürzer. Es wird wirklich so sein, ich mache den Raum 10 Minuten, bevor wir beginnen, auf. Wir spielen ein paar Lieder, wir teilen ein paar Gedanken aus der Lektion und hasta la vista, baby. I'm on my way home. I'll be there. Ja, ich gehe zurück und beschließe es. Weiß nicht, wie weit wir kommen, aber es danke, dass du mit mir das teilst. Ich gehe wieder wie das letzte Mal in Kapitel 9 in den zweiten Abschnitt, die Antwort auf das Gebet. Und ja, ich habe es bereits erwähnt, wir haben das letzte Mal, ja, das war mit, wenn du dich erinnerst, mit dem Austausch geben und nehmen und diese Idee und dann wirklich hinzukommen, was seine Antwort ist und wie wir, dass es die einzige Antwort ist, worum wir bitten. Und dass wir uns eingestehen, dass es tatsächlich nichts anderes ist, als was wir wollen. Und so haben wir dann letztendlich seine Worte verwendet, weil ich mich selbst erkennen will, sehe ich dich als Gottes Sohn und meinen Bruder. Und das war der wahre Glaube an den Bruder. Nun, ich gehe ein paar Paragraphen vorwärts, also zu Beginn dieses Abschnittes, und steige da ein, wo uns sagt, dass in der Bibel betont wird, dass jedes Gebet erhört wird und das,
muss wahr sein, wenn kein Bemühen vergeudet ist. Das war der Ausdruck, wie Jesus es direkt Helen diktiert hat. Es wurde dann editiert. Und das ist in der Tat wahr. Und dann sagt er, allein die Tatsache, dass man etwas vom Heiligen Geist erbeten hat. Ne? Also wir sprechen hier wirklich vom wahren Gebet. Vom Gebet, das an den Heiligen Geist, an den Christusgeist, an Gottes Geist gerichtet ist. Ja? Eröffne deine Antwort in mir. Das ist das Gebet. Okay? Stellt und selbst diese Tatsache, ja, dass etwas vom Heiligen Geist erbeten wird, ja, dass man etwas erbeten hat, stellt eine Antwort sicher. Doch es ist ebenso gewiss, dass keine Antwort, die er gibt, jemals die Angst vermehren wird. Und das ist auch wichtig. Verstehst du? Heilung wird niemals Angst verstärken. Oft muss Heilung warten und müssen irgendwelche, sagt er, ich glaube, im Kapitel 6 ist das oder wo auch immer, muss Heilung warten, wahrscheinlich eher vorher im Kapitel 2. Und es werden, muss vielleicht noch Magie verwendet oder eingesetzt werden, bis der Geist tatsächlich bereit ist, Heilung voll und ganz anzunehmen. Aber er wird nie Angst vermehren. Und aus diesem Grunde sollen wir auch für unsere Brüder niemals Angst verstärken, in wie wir uns repräsentieren, mit unserer Erfahrung, mit unserer Erkenntnis, mit diesem Kurs und unserer Verbindung mit ihm. Es soll nie Angst verstärkt werden, weil er es ebenso wenig tut. Es ist zwar möglich, dass seine Antwort nicht gehört wird, ja, aber es ist unmöglich, dass sie verloren geht. Und das bedarf einer Gewissheit. Wir gehen in unserem Geist in die Gewissheit. Und die Gewissheit kann nur kommen, wenn alle Zeit losgelöst ist. Wenn ich die Vergangenheit loslasse, dann ist Gewissheit da, weil dann ist die Präsenz Gottes gewiss. Es ist unmöglich, dass sie verloren geht, die Antwort. Es gibt viele Antworten, die du bereits empfangen, aber noch nicht gehört hast. Du siehst, da ist ein Unterschied. Das ist zwar downloaded, aber du hast es noch nicht wirklich gehört und damit nicht wirklich verstanden. Ich versichere dir, Jesus, ganz persönlich, dass sie auf dich warten. Dass sie auf dich warten, dass sie auf uns warten, entdeckt zu werden. Neu entdeckt zu werden. Das ist tatsächlich dieses, aha, okay, jetzt verstehe ich, was hier läuft. Jetzt verstehe ich, was hier angeboten wird. Und so wie ja, danke für eure Session, jeder Einzelne. Einige Lehrer sind ja auch hier präsent. Und ich glaube, Hubert, du hast genauso gesprochen wie Manuela Gregor und heute Gestner. Ne? Und Gestner hat heute früh gesagt in dieser wunderbaren Session, ja, wir brauchen in Wirklichkeit keine neue Akademie mehr gründen. Ne? Wir brauchen nicht mehr ein Kloster wieder aufmachen, ne? Oder inszenieren. Das alles haben wir bereits gemacht. Aber wenn es so gegeben wird, dann wollen wir uns daran erinnern, dass es nicht mehr darum geht, hier etwas zu erreichen auf der Zeitlinie. Es geht nicht mehr um einen Ausgang auf der Zeitlinie in der Zukunft. Es geht dann wirklich nur zu erkennen, okay, hier habe ich ein Medium, es ist genauso ein Kommunikationsmedium, wie ich die Welt oder den Körper sehe. Und ich benutze dieses Medium, um mich zu erinnern, was wahr in mir ist, was einzig wahr in mir ist. Es ist diese intensive Auseinandersetzung mit der Wahrheit in unserem Geist. Und es ist nichts anderes. Und letztendlich ist es vollkommen egal, wie wir uns untereinander austauschen oder meinen, dass dieser Weg der bessere oder dieser Weg der bessere wird. Es gibt keinen besseren Weg und es gibt keinen schlechteren Weg. Alle Wege führen nach. Rom steht für den Himmel. Nicht wahr? Wir können nicht scheitern. Wir können nicht mehr verlaufen. Wir sagen dazu oft, oh, aber er möchte es so und so und ich höre die Stimme jetzt so und so. Aber letztendlich ist auch wichtig, dass ich sehe, okay, so empfange ich eben oder höre ich die Stimme. Aber das heißt nicht, dass du genauso die Stimme gleich, weil es geht ja um Illusionen. Es geht ja, wie mache ich Dinge hier? Ne?
die wahre Antwort ist, ich kümmere mich überhaupt nicht, wie ihr das machen wollt. Macht, wie ihr wollt. Ich werde einfach bei euch sein. Ne? Das ist, worum du gebeten hast. Und wir können nicht scheitern gemeinsam. Ist das nicht großartig? Ich liebe das. Ne? Und deswegen sollen wir auch in dem Sinne wirklich ganz entspannt mit Fragen des Wie und Was und Wann und wie sich die Dinge entwickeln, vollkommen entspannt damit umgehen. Ne? Wenn ich wirklich den Master Teacher hernehme, er hat sogar ganz bewusst uns angeregt, dass wir da reingehen sollen, was wir meinen, was nicht funktioniert. Damit wir in den Situationen, in denen wir die Bedeutung dem gegeben haben, oh, das funktioniert nicht oder das ist ja eine wirkliche Begrenzung und so, erfahren können, dass wir nicht limitiert sind in unserer Erfahrung davon. Erfahren können, dass wir vollkommen uns ausdehnen und die einzige Wahrheit darin erkennen können. Dass es absolut keine Grenzen für unseren Geist gibt. Ja, folgst du mir? Verstehst du, wovon ich spreche? Danke. Okay, hier noch ein bisschen weiter. Möchtest du wissen, dass deine Gebete erhört sind? Sag ja. Dann zweifle nie an einen Gottessohn. Das sind jetzt wir. Das sind wir als Brüder. Das sind wir mit unseren Nächsten. Möchtest du wissen, dass deine Gebete erhört sind? Dann zweifle nie an einem Gottessohn. Stelle ihn nicht in Frage und verwechsle ihn nicht, denn dein Glaube an ihn ist dein Glaube an dich selbst, an wen sonst. Ne? Und wenn du Gott und seine Antwort erkennen möchtest, möchtest du das? Sag ja. Okay. Glaube an mich, sagt Jesus. Glaube an mich, dessen Glaube an dich nicht zu erschüttern ist. Ja? Du hast schon vielleicht gemerkt, dass mit gewissen Brüdern kann dein Glaube erschüttert werden, mit anderen Brüdern nicht so sehr. Ne? Und das ist, wie sehr du den Christus in deinem Bruder suchen willst und finden willst, anerkennst, denkst, daran glaubst, durch die Kraft deines Denkens, wer er ist. Und das ist, was du glaubst, wer du bist. Kannst du den Heiligen Geist wahrhaft bitten und an deinem Bruder zweifeln? Frage. Ja. Kannst du den Heiligen Geist wahrhaft bitten und an deinem Bruder zweifeln? Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Wenn ich meinen Bruder anzweifle und an meinem Bruder zweifle, dann bin ich überhaupt nicht auf der Ebene, dass ich den Heiligen Geist um etwas bitten möchte und ihn dann auch hören kann. Ja. Glaube, dass seine Worte, deines Bruders Worte, wahr sind, um der Wahrheit willen, die in ihm ist, die in deinem Bruder liegt. Du wirst dich mit der Wahrheit in ihm vereinen. Du wirst dich mit der Wahrheit in deinem Bruder vereinen. Und seine Worte werden wahr sein. Und wenn du ihn hörst, wenn du deinen Bruder hörst, wirst du mich hören. Auf die Wahrheit hören ist die einzige Art, wie du sie jetzt hören und schließlich erkennen kannst. Welche Botschaft dir dein Bruder gibt, liegt bei dir. Siehst du, da sind wir wieder. Die Wahl, die Entscheidung, die Macht der Entscheidung ist unsere eigene. Was sagt er dir? Was möchtest du, dass er dir sagen soll? Du bestimmst das, ich bestimme das in unserer Verbindung. Deine Entscheidung in Bezug auf ihn bestimmt, welche Botschaft du empfängst. Punkt. Denk daran, dass der Heilige Geist in ihm ist und dass seine Stimme, des Heiligen Geistes Stimme, durch ihn zu dir spricht. Was kann dir ein so heiliger Bruder sagen, außer der Wahrheit? Aber hörst du auf sie? Da ist das wieder. Dein Bruder erkennt vielleicht nicht, wer er ist, aber da ist ein Licht in seinem Geist, das es erkennt. Siehst du, es hängt nicht davon ab, ob unsere Brüder erkennen in dem Moment oder insgesamt, wer sie sind. Aber es hängt davon ab, dass wir anerkennen, dass ein Licht in seinem Geist ist. Und dieses Licht erkennt die Wahrheit. Dieses Licht kann in deinen Geist leuchten, seinen Worten Wahrheit verleihen und dich befähigen, sie zu hören.
seine Worte sind die Antwort des Heiligen Geistes an dich. Ist dein Glaube an ihn stark genug, dass du hörst? Sag ja. Wir sind bereits am Ende der Session, okay? Wir erkennen rein die Wahrheit an. Wir müssen bei der Wahrheit ankommen, absolut. Ein bisschen weiter unten im 6. Paragraphen. Erlösung ist von deinem Bruder. Der Heilige Geist dehnt sich von deinem Geist zu seinem aus und gibt dir Antwort. Du kannst die Stimme für Gott nicht in dir allein hören, denn du bist nicht allein. Und seine Antwort ist nur für das, was du bist. Du wirst das Vertrauen, das ich in dich setze, nicht erkennen, wenn du es nicht auf andere ausdehnst. Du wirst der Führung des Heiligen Geistes nicht vertrauen oder glauben, dass sie für dich ist, wenn du sie nicht in anderen hörst. Sie muss für deinen Bruder sein, weil sie für dich ist. Hätte denn Gott eine Stimme nur für dich erschaffen? Glaube ich zwar nicht. Könntest du seine Antwort hören, außer wenn er allen Söhnen Gottes Antwort gibt? Höre von deinem Bruder, was du möchtest, dass ich von dir höre, denn du kannst nicht wollen, dass ich mich täusche. Das sind Jesus' Worte für dich. Ich liebe dich um der Wahrheit in dir willen, wie Gott es tut. Deine Täuschungen täuschen vielleicht dich, mich aber können sie nicht täuschen. Da ich erkenne, was du bist, kann ich nicht an dir zweifeln. Ich höre nur den Heiligen Geist in dir, der durch dich zu mir spricht. Wenn du mich hören möchtest, dann höre meine Brüder, in denen Gottes Stimme spricht. Die Antwort auf alle Gebete liegt in ihnen. Dir wird Antwort gegeben werden, indem du die Antwort in jedem hörst. Höre auf nichts anderes, sonst wirst du nicht wahrheitsgemäß hören. Letzten Sätze. Glaube an deine Brüder, weil ich an dich glaube. Und du wirst lernen, dass mein Glaube an dich gerechtfertigt ist. Glaube an mich, indem du an sie glaubst, um dessen Willen, was Gott ihnen gab. Sie werden dir Antwort geben, wenn du lernst, sie nur um die Wahrheit zu bitten. Das ist jetzt der Punkt. Geistig bitte nur deinen Bruder, dir die Wahrheit zu geben, dir die Wahrheit zu repräsentieren. Und so wirst du sie bekommen. Bitte nicht um Segen, ohne sie zu segnen, denn nur so kannst du lernen, wie gesegnet du bist. Indem du diesen Weg gehst, suchst du die Wahrheit in dir. Das heißt nicht, über dich selbst hinauszugehen, sondern auf dich zuzugehen. Letzter Satz, höre nur Gottes Antwort in seinen Söhnen. Und dir ist Antwort gegeben. Wo ist die Schwierigkeit, Bruder? Das ist es. So einfach ist die Lösung. Vielleicht musst du es noch einmal allein lesen, bevor du schlafen gehst. Das ist Kapitel 9, Absatz 2. Und wir haben hier die Paragraphen 3 bis 8 miteinander geteilt. Let's go home. Lass uns nach Hause gehen. Ich habe noch einen Song für dich. Ich liebe dich. Danke, dass du hier bist. Und danke für deine Verbindung. Danke für dein Licht. Ja? You know they say, in every man's life, there comes a time.